Das klingt gut. Keine Ahnung, warum eben so eine Siegesmelodie kam. Guck noch mal raus! Oh Gott, ernsthaft, guck noch mal raus! Hm? So. Nein! Okay, ich hab's versaut. Beim letzten Mal habe ich es im First Try geschafft, dieses Mal leider nicht. Ich habe noch einen Wolf gehört. Wieso, das müsstest du dich ein bisschen mehr anstrengen, ja. Nein, ich habe nicht von vorne angefangen. Ich zeige einfach nochmal alles, was wir bis hierhin gemacht haben. Die Quest, also die Schießbude ist auf jeden Fall nicht anders als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war die genauso wie hier. Hat sich überhaupt nichts dran verändert. Die Wölfe kommen zur selben Zeit, die liegen an derselben Stelle. Boah, ernsthaft, jetzt guck doch nochmal raus. Wolf. Nein, ich habe ihn wieder nicht getroffen. Guck dir doch ein drittes Mal. Ja. Oh, das war zum Glück nicht knapp oder so. Perfekt. Oh. Wir kriegen noch mehr Punkte, okay. Das Gamma so lassen, perfekt. Der nächste für kleiner. Werde Meisterschütze 2. Oh, da kriegen wir ein Herzteil für. Du hast eine Sumpfschießbude 2180 Punkte oder mehr erzielt und als Preis ein Herzteil erhalten. Beim letzten Mal haben wir doch auch perfekt gehabt. Warum haben wir da kein Herzteil bekommen? Ey, such deinen Freunden, wenn du wollen könntest, kommen. Oder kriegt man am ersten Tag ein Herzteil und am zweiten Tag einen größeren Köcher? Ich guck mal kurz in unsere Questliste hier, was. Müsste hier noch eine offene Quest sein. Nee, das ist echt eine gelöste Quest. Wo ist denn die Schießbude? Da. Du hast in der Sumpf ein Perfekt erzielt und als Preis einen größeren Köcher erhalten. Und du hast in der Sumpfschießbude 2800 Punkte und, oder mehr erhalten, dafür als Preis ein Herz erhalten. Okay. Wenn man ein Perfekt hat, kriegt man nicht gleichzeitig 2180 Punkte. Aber Perfekt heißt doch alles treffen. Hm. Merkwürdig, aber okay. Nehme ich mal einfach so hin. Wir haben auf jeden Fall alles getroffen und damit haben wir wohl auch alles bekommen, denn es liegt unter gelösten Quests. Da habe ich jetzt ja leider nicht zeigen können, wie man den Köcher bekommt, aber ein Perfekt haben wir jetzt ja auch gehabt. Damit habe ich das nachgestellt. Bin ich zufrieden mit. Stattdessen reisen wir lieber mal schnell zurück in die Stadt. Kann ich jetzt also das mit dem Ding jetzt auch abhaken. Mit dem größeren Köcher. Haben sogar noch ein weiteres Herzteil gekriegt. Zurück nach Unruhstadt. Dort müsste der Postbote jetzt sein. Der müsste jetzt hier bereit sein. Ja, der macht nämlich gerade richtig gute Übungen, wie man da sieht. 4, 5, 6
Ah, du hast mich erschreckt. Unterbrich mein Training nicht. Ich versuche exakt 10 Sekunden lang im Geiste zu laufen, ohne dabei auf die Uhr zu schauen. Ich befand mich mitten im mentalen Training. Du magst das lächerlich finden, aber es ist gar nicht so einfach. Möchtest du es mal versuchen? Ich muss dazu nochmal sagen, ich habe einen Timer am Livescreen. Das heißt, ich kann genau gucken, wie 10 Sekunden sind, aber muss es auf den Hundertstel genau 10 Sekunden machen. Also selbst mit Timer hat man hat man sehr, sehr schwer, sage ich mal so. Also sobald ich A drücke, starte das und dann muss ich nochmal A drücken, sobald es bereit ist. Also, los geht's. Hä? 9 Sekunden und 76 Hundertstel. Also, zu schnell gewesen. Jedes Mal 2 Rubine bezahlen. Wir haben also noch 120 Versuche. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, dass ich Start gedrückt habe. Das war total schlau. Okay, war fast eine Sekunde zu lang. Dann nochmal neu, bitte. Ja, gern geschehen. Immer doch gern geschehen. So, dann nochmal. Und los geht's. Schon wieder 9 Sekunden. Beim letzten Mal habe ich dreimal hintereinander 9 Minuten und 98 Hundertstel gehabt. Und dann kamen die 10. Also der vierte Versuch hat beim letzten Mal hingehauen. Mal sehen, ob diesmal auch wieder der vierte wird. Ich habe übrigens wieder nicht auf die Uhr geguckt, als ich gestartet habe. Ich bin total konzentriert gerade. Deswegen war es auch wieder zu lang. Jetzt aber bitte auf die Uhr gucken und los. Sechshundertstel! Dieses Spiel! Setzt die Hasenohren auf. Warte. Nein, ich will es nicht versuchen. Warum soll ich die Hasenohren aufsetzen? Ja! Oh, diese Ohren! Die sind ja gar nicht echt. Du hast mich ganz schön erschreckt. Stell mich nicht beim Training. Ich versuche exakt 10 Sekunden lang im Geiste zu laufen und dabei auf die Uhr zu schauen. Ich befand mich mit dem mentalen Training. Du magst das lächerlich finden, aber es ist gar nicht so einfach. Willst du es versuchen? Okay. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Also ich habe nicht den falschen Knopf gedrückt, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Was bringen wir denn die Hasenohren hier? Schon wieder falsch. Habe ich dir nicht gesagt, dass es schwer ist? Das sieht aus, als wolltest du es nochmal versuchen. Bringen die Hasenohren hier was? Oder soll ich die einfach nur machen, weil ich sie habe? Gut, jetzt schaue ich aber auf die Uhr. Also. Ich war jetzt von den Hasenohren abgelenkt. Beim letzten Mal war es der vierte Versuch. Warum denn jetzt nicht wieder? Ich habe gerade gedrückt. Also, und ich habe nicht gerade gedrückt. Wurde die Zeit jetzt verlangsamt, weil jetzt gerade die Nachtzeit umgesprungen ist? Eigentlich wäre jetzt nämlich 10 Sekunden ziemlich genau dran gewesen. Da kann ich nicht über eine Sekunde versagt haben, eigentlich. Na egal. Ach, ich sehe die Zeit dann. Oh, ich habe gar nicht auf den Bildschirm geachtet, sondern nur auf den Timer. Ja, dann ist es natürlich einfach. Gut. Danke für den Tipp. Jetzt kriegen wir nur einen Angelpass. Normalerweise haben wir hier ein Herzteil bekommen. Kann ich das auch von meiner Liste streichen? Vielen Dank für den Tipp mit den Hasenohren. Das war durchaus hilfreich. Da muss ich nicht auf den Timer gucken. Da habe ich sogar noch einen 100 CC auf dem Bildschirm gehabt. Das ist sehr praktisch. Was machen wir denn dann noch? Wir haben noch 2 Sachen. Den einen mache ich am nächsten Tag.
Weil ich eins noch hier machen muss, also. Ah, warte, das ist der Gorone übrigens. Der Wind wird feucht, Goro, morgen regnet es, Goro. Der hat aus dem Grund seine Reservierung nicht bekommen, weil er hinter jedem zweiten oder dritten Wort das Wort Goro sagt. Und als sie ihn nach seinem Namen gefragt hat, hat er gesagt Link Goro, also der heißt zufälligerweise auch Link und hat ein Zimmer auch als ein Gorone hier bestellt. Deswegen haben wir das Zimmer ja bekommen. Und er hat halt gesagt, als sie gefragt hat, wie denn das Dingens heißt, also wie er den heißt, hat er gesagt Link Goro und sie meinte, ja, wir haben einen ähnlichen Namen auf der Liste, aber nicht genau den, tut mir leid. Wird nicht nochmal vorkommen, wenn er nur Link gesagt hätte, hätte er das Zimmer gekriegt. Das ist natürlich ein riesiger Zufall, hat Nintendo natürlich überhaupt nicht so geplant. Der Junge will was, wir haben eine neue Quest anscheinend. Das Notizbuch der Bomber, du bist einer von uns. Die vier Steine in den Löchern der Ebene ändern angeblich die Farbe, wenn sie Musik hören. Hä? Die vier Steine in den Löchern der Ebene. Da haben wir tatsächlich mal vier Steine gefunden. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Aber mehr Tipps kriegen wir wohl nicht. Von dem hier auch nicht. Warum kriegen wir den Tipp denn jetzt erst jetzt? Ich dachte, wir kriegen die Tipps immer, sobald die Quest verfügbar ist. Aber anscheinend hier nicht. Wir müssen jetzt nämlich die Carfight-Quest nochmal machen. Deswegen machen wir das hier gerade. Aber das dürfen wir hier drin nicht. Schön. Wann sollte ich kommen? 11.30 Uhr hat sie gesagt, ne? Dann spule ich auf 11 Uhr, damit ich noch eine halbe Stunde habe, um da reinzukommen. Denn so einfach ist es ja gar nicht, in den Gasthof zu kommen, wenn man... Es ist doch relativ einfach, aber es dauert ein bisschen, wenn es Nacht ist. Gut, dann nur noch hier durch. Da geht die gute Dame auch schon. Dann erhalten wir von ihr erneut den Brief. Den müssen wir erneut in den Briefkasten schmeißen. Und dann müssen wir warten. Blablabla. Aber wie gesagt, wir müssen noch eine andere Sache zeigen. Dann haben wir tatsächlich alles erneut gemacht, was in dieser Aufnahme verloren ging. Zum Glück haben wir nichts gemacht, was nur einmalig ist. Das wäre nämlich ziemlich doof gewesen. Aber in diesem Spiel ist, glaube ich, nichts einmalig. Also man kann in der Theorie alles noch ein zweites Mal machen. Man kriegt dann auch nicht immer dieselben Belohnungen. Also ist es gar nicht so ärgerlich, dass die Aufnahme hiervon weg ist. Da gab es ärgerlichere Momente, die verloren gegangen sind aus dem Livestream. So, liebe Dame. Es tut mir leid, dass ihr spät noch bleibt. Das kennen wir auch alle schon. Das haben wir alle schon im Spiel schon mal gehabt. Im Let's Play auch schon mal gehabt. Naja, das im Sumpf habe ich noch nicht. Ich habe ja gehört, eine Sache fehlt uns noch. Außer der Carfight-Quest. Dann müssen wir nochmal in den Sumpf. Das wollte ich nur erst nach der Carfight-Quest hier machen. Denn im Sumpf gibt es ein weiteres Cultulla-Haus. Was uns ja von den Bombern bereits mitgeteilt wurde, was ich aber nicht wusste, weil ich dachte, ich hätte mich im Sumpf gut umgesehen, aber wie ihr gerade eben gesehen habt, dass ich selbst die Schießbude da übersehen habe, zeigt eigentlich, dass ich mich im Sumpf nicht gut umgesehen habe. Oh, ich habe den Brief nicht abgeschickt. Ich muss nochmal zurück. Da fährt man nicht ganz so viel Zeit, bis der Postbote den Briefkasten leert. Stadt.
Nein, jetzt nicht zu nah an dem Typen vorbeirennen. Rassistenhund, sei bitte ruhig. Da rein. Brief einwerfen. Wie sagt eigentlich schon Katsching, bevor ich was eingeworfen habe? Und heißt es das dafür, dass ich nur noch zwei Itemplätze frei habe, dass es nur noch zwei Items gibt? Oder sind die grundsätzlich frei, damit man ein bisschen Spielraum zum Schieben hat? Weil mit den Masken kommt es ja angeblich genau hin. Was heißt angeblich? Es kommt ja genau hin. Es gibt ja genau 24 Masken. Also könnte das ja auch genau hinkommen. So, hier müssen wir nämlich, um weiterzukommen, erstmal Pfeile sammeln. Gut, dass ich keine habe. Pfeile. Ich habe Pfeile. Das wusste ich natürlich, dass hier welche sind. Beim letzten Mal waren hier keine. Dann schießen wir das Ding da ab. Dann schwimmen wir durch das giftige Wasser, das erst ab hier giftig wird. Deswegen verlieren wir ab hier auch Leben. Und dann war ich einmal... Hier ist das Spinnenhaus, aber ich war da drüben auch noch in dem Loch drin. Ich weiß nicht mehr, was es da gab. Ich glaube, nichts Wichtiges. Aber ich wollte nur mal zeigen, dass ich da drin war. Ja, da gab es eine Truhe mit 20 Rubinen, glaube ich. Ich glaube sogar fast, dass ich da im Let's Play schon drin war. Ja, mehr gab es hier nicht. Inventar. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, dass ich mir da nicht mehr viel bei denken brauche. Hat sich bislang nicht dran geändert, lieber Chat. So, hier ist ein komischer Typ, den ich erstmal am Anfang überhaupt nicht mit ganz vielen Pfeilen abgeschossen habe, bevor ich mit ihm gesprochen habe und er gesagt hat, Hilfe, ich bin kein Monster. Das habe ich definitiv nicht gemacht. Der Fluch der Spinnen, ich wurde verwandelt, ich flehe dich an. Hier drin finde sie alle, die goldenen, die verfluchten Spinnen. Besiege sie, vergiss nicht, das Cthulhu-Symbol einzusammeln. Es wird auf jeden Fall empfohlen, hier erst reinzugehen, nachdem man den Greifhaken hat, wenn man vorher die Skulptur deshalb schlecht einsammeln kann. So, die haben wir auch noch alle gesammelt. Muss ich jetzt natürlich nochmal alle neu machen. Und hier habe ich auch was Neues gelernt tatsächlich, was ich vorher nicht wusste. Nämlich, dass die Löcher in der Wand nicht für Wundererbsen gemacht sind, sondern für Käfer. Wusste ich jetzt vorher nicht. Welche, aber die kriegen wir später noch. Hier unten kommen wir später auch noch mal hin. Also muss ich mir eigentlich auch nicht wirklich groß Gedanken drüber machen. Es gibt in diesem Gebäude Käfer, deswegen habe ich auch keine mitgenommen. So, hier waren auch welche drin. Jawohl, zwei Stück glaube ich sogar. Vier. Es müssten wieder 30 sein insgesamt. Denn hier müssen wir das Aufwachlied spielen. Sonate des Erwachens. Dann sind hier noch die jetzigen Überreste einer Skulptula.
Und hier sind die Käfer drunter, deswegen mache ich schon mal Dingens bereit. Wäre voll cool, wenn ihr nicht durch den Felsen weggerannt wärt, aber. Ich will Käfer! Ach, gut, dass ich so viele blöde Dinger rausgeholt habe, damit im Endeffekt keine ist. So. Irgendwo waren Bienen drin und ich glaube in einer war ein Spinn. Ich glaube, da waren die Bienen drin. Ja. Und in einer war eine Skulptula. Da. Ich schieße trotzdem alle ab und hoffe, dass es hier noch irgendwo Pfeile gibt. So. Oh, es waren natürlich zwei. Gut, dass ich den letzten abgeschossen habe. Und da war noch. Okay. So. 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 Warte. Hier noch eine. Will man noch welche. Ah, okay. Ich sehe auch eine. Gut, dass wir noch einen Pfeil haben. Oh, brauche ich gar nicht. Putzhorn. Keine mehr da. Sehr schön. Dann machen wir die Leiter. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht ununterhalten durch den Chat. Das kann ich auf jeden Fall als Antwort darauf geben. So, wir müssen die Skulpturas nicht mit Fein besiegen. Wir können die auch damit. Nichts drin. Stehe ich gerade super perfekt, um dahin zu schießen. Und ich sitze hier auch super perfekt, um mit Motion Control zu lenken. Ah! Ja, so schön. Da wäre die. Hälfte haben wir gleich. Und die. Da war nur Magie drin. Ich möchte gerne noch mal Pfeile haben. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall Käfer. Die können wir in dieses Loch hier entsenden. Eigentlich brauchen wir noch mehr Käfer. Das heißt, wir müssen noch mal gleich ein paar Mal das Zimmer da rein und raus, um uns alle Käfer zu holen. Dafür brauchen wir nämlich noch einen Käfer. Ist hier ein Pfeil drin? Kein Pfeil. Wenn man mal Pfeile braucht, ne? Wenn man mal Pfeile braucht, dann gibt es nirgendwo welche. Aber kaum man hat mal den Köcher voll. An jeder Ecke sind da welche. Einen haben wir. Haben wir noch einen zweiten? Jawohl. Da läuft ja gerade noch einer rum. Ne, der ist durch den Felsen wieder abgehauen. Dann muss ich nur noch da hoch. Dann sollten wir schon fast alles bekommen können. Ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Käfer brauche. Ich weiß nicht, ob ich noch mal einen Käfer brauche. Ich glaube aber, es waren drei. Die sind hier nach wie vor dabei,
das erneut zu machen, was beim letzten Mal nicht aufgenommen wurde. Na? Kommst du raus? Skulltuna, kommst du raus? Hm? Sehr nett von dir. Hier ist die Fee. Verwirr mich nicht, Fee. Die haben wir. Lass mich bitte schießen. Danke. Haben wir auch. Wir müssen nur noch eine fehlen. Die ist unten. Und da ich jetzt ungern unnötig runterspringen würde, gehe ich erstmal nach drüben. Ob ich von hier aus noch was sehe. Nichts zu sehen. Wie sieht es hier aus? Da gibt es auch nichts mehr. Dann kommen wir jetzt doch erstmal hier hin. So. Zum Glück habe ich die Biber schon das Herzteil abgenommen. Das kommt in dem späteren Part. Ich habe die Biber schon herausgefordert. Keine Sorge. Das muss ich nicht nochmal machen. Ich habe von denen erst die Flasche bekommen und dann später nochmal das Herzteil. Ich muss sie also insgesamt 6 Mal besiegen. Weil ich natürlich beim ersten Mal nicht wusste, dass ich sie zweimal hintereinander besiegen muss. Also beide Biber zweimal hintereinander besiegen muss. Wie kann man nur so doof sein und da zweimal hintereinander drüber fliegen? Wie kann man nur so doof sein? In diesem Raum ist es auf jeden Fall ruhig. In diesem Bereich ist es jetzt auf jeden Fall Raum. Sie dürfen bei mir halt nicht 2 Worte mit demselben Buchstaben anfangen in einem Satz. Das will mein Gehirn manchmal nicht verarbeiten. Das will den Satz dann schneller beenden, als ich darf. Ja. 20 haben wir. Da war eine drunter. Und ich bin gleich. 23. Und im letzten Raum gab es 5. Moment. Nee, da war nur. Ich weiß wieder, da war nur die Wundererbse drunter. Ich höre hier auch nichts mehr. Höre ich hier noch was? Dann gab es im letzten Raum vielleicht 6. Höre ich hier noch was? Auch nicht. So, und hier ist die Wundererbse tatsächlich nur dafür da, um hier hinzukommen. Warum man auch immer dafür eine Wundererbse opfern sollte. Ich habe keine Ahnung. Da ist die erste. Die zweite krabbelt hier auch irgendwo drin rum. Ich habe sie hier gerade gesehen, jawohl. 3 sind hier drauf. Da drauf und eines dann wahrscheinlich da oben noch in den Bienenwaben.
Wo ist die letzte hingefallen? Da ist die letzte hingefallen. So, einer noch. In diesem Raum sein. Ist wahrscheinlich wieder mal, wie es ja typisch ist, der letzte sein. Ja. Gut, haben wir alle goldenen Skulpturas, wie gesagt, die haben mich ja schon geholt, deswegen war es jetzt nicht so schwer, die zu finden. Ist ja leider die Aufnahme kaputt gewesen. Damit ist es aber auch das letzte gewesen, was noch auf meiner Flasche ist. Nicht ganz das letzte. Fast das letzte gewesen, was noch auf meiner Liste stand. Von dem, was ich bereits gemacht habe. Jetzt hat sich der Typ zurückverwandelt und gibt uns eigentlich dafür die Maske der Wahrheit. Die haben wir aber schon, also werden wir jetzt wahrscheinlich nur einen Köch, wieder einen Angelpass oder sowas von denen kriegen. Ich bin befreit, ich dachte, mein Ende wäre gekommen. Vor einiger Zeit gab mir jemand diese Maske. Er meinte, ich könnte damit reich werden. Er sagte, die Anweisungen seien hier irgendwo niedergeschrieben, aber als ich danach suchte, wurde hier wieder der Fluch auf mich gelegt. Hätte ich sie bloß niemals angenommen, da bleibe ich lieber mein Leben lang ein armer Schlucker. Ich werde sie wegwerfen. Aber ich muss dir irgendwie dafür danken, dass du mich gerettet hast. Ich gebe diesen Angelpass für die Angestellte, die auf dem Weg hier. Eigentlich hat er gesagt, die Maske der Wahrheit, damit soll ich angeblich mit Kleintieren, nee, mit Tieren aller Art und so weiter reden können. Und wieso hat er das gesagt? Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, was mir das bringt. Dann reisen wir mal schnell. Dann können wir jetzt auch nach unten Stadt. Immerhin wird der Brief dann gleich irgendwie übergeben. Fehlt mir denn? Ja, stimmt, die Carfy-Quest müssen wir jetzt weitermachen für das letzte, was wir noch bekommen müssen. Also müssen wir jetzt warten, bis wir bei Carfy rein können. Das haben wir auch schon mal gemacht. Rede mal mit einer Kuh. Okay, mache ich gleich. Im zweiten Spinnenhaus bekommt man eigentlich die Maske der Wahrheit. Also diese hier. Oder meinst du das Spinnenhaus beim Sumpf? Beim Spinnenhaus am Sumpf habe ich... hat man, glaube ich, nur ein Herzteil gekriegt. Ich glaube, das war nur ein Herzteil. Nee, stimmt. Stimmt, den großen Beutel mit Rubinen. Genau. Den großen Beutel. Ich könnte bitte auch einfach hier nachgucken können in den Fällen. Der ist auch drin gewesen. Wo wäre das gewesen? Wenn wir nochmal die offizielle Bestätigung vom Spiel selbst haben. Da, das gruselige Spinnenhaus ist mit der Maske der Wahrheit. Und das andere Spinnenhaus war... Wo ist das denn? Okay, ich schau mal kurz unten. Ist das die Riesenbombentasche? Steht das hier nicht mit drin? Oder habe ich es eben übersprungen? Ich glaube, das steht hier nicht mit drin. Naja, war auf jeden Fall der größere Bombenbeutel, ja? Bombenbeutel. Rubintasche. Die größere Rubintasche. Ah! Verwirrt sein. So, dass man halt 500 Rubine tragen kann. Gut, dann müssen wir die Zeit vorspulen. Dass hier das Geld übergeben wird. Ja, ich war gerade im Sumpf. Sumpf gleich die Maske, mehr gleich die große Rubintasche. Okay, ich habe es wahrscheinlich doch übersehen. Ich bin einfach nur sehr verwirrt. Um 3 wird der Brief übergeben, war das so? Dann müssen wir bei Carfy rein.